Ich begrüße euch hier in der späten Nacht. Es ist 3 Uhr früh und wir sind heute im Güterzugdienst auf der Strecke Dresden-Riesa unterwegs. Unser Zug fährt ist die ÖBB Baureihe 1016 Lokomotive 005-9 mit diesem wunderschönen alten Logo der ÖBB. Das Repaint gibt es in der Videobeschreibung. Wir fahren einen Güterzug und zwar mit jeder Menge Kesselwagen. Wir stehen hier gerade in Röderau. Der Himmel ist erfüllt von Sternen. Das sieht doch wirklich wunderschön aus, oder? Kann man sich doch gar nicht drüber beschweren. Wir können auch einmal ganz kurz hier um den Zug herumlaufen. Das ist hier unsere Lok. Ganz, ganz herrlich. Und ja, ein paar Kesselwagen haben wir auf jeden Fall dran. Soweit das Auge reicht. Typ ZA-CNS. Und wir steigen einmal auf. Das Ganze ist ein ganz normaler Fahrplan. Das ist der allererste Güterzug, den man fahren kann. Auf Dresden-Riesa. Nein, ich möchte die Aufgabe nicht abgeben. Wir setzen uns mal hin. Und ja, müssen eigentlich jetzt erstmal unsere Lok aufrüsten. Ich habe nämlich erstmal die Lok noch ganz kurz vorher abgerüstet, bevor ich die Aufnahme begonnen habe. Dementsprechend werden wir jetzt erstmal die Lok aufrüsten. Dazu, der Fahrtrichtungswender ist schon in der Mittelstellung. Wir gucken einmal nach hinten, welcher Pantograph vorgewählt ist. Das können wir wo sehen? Muss ich mal aufstehen. Pantograph-Wahlschalter ist... Bremsart, da Stromabnehmer, Wahlschalter automatisch. Wir sollten halt idealerweise den vorderen heben, weil wir Kesselwagen haben und ich weiß nicht, ob sie beladen sind oder nicht, ehrlicherweise. Dementsprechend vorne. Und dann einmal den Stromabnehmer hoch. Jawohl, das hat funktioniert. Und dann würde ich sagen, der Hauptschalter hinterher. Jawohl, das hat funktioniert. Unsere Lok kommt langsam, wird langsam zum Leben erweckt. Okay, dann stehen wir noch einmal auf und bewegen uns mal nach hinten in den Durchgang und werden dann hier einmal die PZB, die ist schon an, die LZB machen wir jetzt auch an, lassen uns ein bisschen von der SIFA heute nerven, dann einmal nach hinten in den Führerstand, ja, hier können wir mal das Display ausmachen, das brauchen wir hier nicht, ups, nee, ich wollte es ausmachen, da ist aus. Ja, Sonnenblende können wir auch eigentlich oben lassen. So, und einmal wieder zurückgehasselt. Nach hinten gedreht und dann können wir uns setzen. Das Display schalten wir uns mal auf dunkel. Schalten uns mal hier das Licht an. Zack. Einmal an. Die AFB lassen wir heute aus. Fahrtrichtungswender geht in Vorwärtsstellung. Die Zugsammelschiene auf ausgestellt. Wie der Fink New Fly nur immer sagt, wir wollen ja nicht den Rangierer grillen. Lüft das auf automatisch. Zugbeeinflussung. PZB funktioniert. Sehr schön. So, dann einmal noch vorne bitte 3 weiße Lichter. Und hinten 2-mal rot. Und dann noch das Ganze einmal aktivieren. Genau, hinten haben wir jetzt die Zugschlusssignale, die Zugschlusstafeln. Das habe ich vergessen, wie das Kürzel der Zugschlusstafeln war. ZG2. Bin mir nicht mal ganz sicher, bitte. Was war das denn? Habt ihr das auch gerade gehört? Das klang irgendwie so ein sterbendes Tier. Okay.
So, das Signalbild zeigt. Was zeigt denn das Signalbild? Jetzt muss ich gerade überlegen. Also wir haben zwei weiße Lämpchen an. Das müsste HL12A sein. Also Geschwindigkeit 40 km/h. Und mit den 40 fahren wir dann noch erstmal aus. Wir lösen die Bremsen. Und schalten Leistung auf. Geht nicht. Warum? Weil wir die Bremsen voll angezogen haben. Ist natürlich nicht so schlau. Wir fahren langsam an. So, Bremse löst sich langsam. Wir sehen es hier oben. Oh, ich habe eine Sache vergessen. Ich habe die PZB nicht angemacht. Jetzt ist sie an. So. Das ist natürlich nicht gut. Was ist das für ein Licht hier? Weiß ich nicht. Was ist das für ein Licht auf dem Tisch? Ach, das ist das Mondlicht, das hier durchscheint. Ach, wie uncool. Das müsste HL3B sein, also Fahrt mit 60 und danach mit Höchstgeschwindigkeit, mit Hoch, mit, ja doch. Ja, und wir dürfen auch 60 fahren. Nützt es was, das Rollo hier runter zu machen? Nee. Na, das würde helfen. Das bringt aber nichts. So, ab hier dürfen 120 fahren. Das ist auch unsere Form Max heute. Wir sind in der falschen Zugart unterwegs. Eieieiei. Was ist denn los mit mir? Nee, das müssen wir nochmal umstellen. Dafür muss ich aber doch mal anhalten. Das können wir nicht. Das ist nicht gut. So. Mal die Zugart umstellen. Machen wir das hier.
Nee, das ist die AFB. Lokführer, Pultbeleuchtungsdimmer einmal runter. Zugart. Da auch nicht. Habe ich das jetzt übersehen? Wie man die Zugart umstellen kann. Also Batterie, Batterie. Nee, da nicht. Da auch nicht. Hier ist nichts interaktiv. Ist das hier unten? Da, Zugart M. So, ich glaube, dafür müssen wir einmal. Zack. So, jetzt haben wir die Zugart geändert. Und dann hätte ich aber auch ehrlich gesagt noch hier einmal gerne das Ganze so und das Licht aus. Bremsen lösen. Das wird jetzt wieder einen ganzen Augenblick vermutlich dauern, bis wir anfahren. Ja, doch nicht. Jetzt sind wir aber auch in der mittleren Zugart unterwegs. Befreien uns direkt. So, jetzt aber mal hoch auf die 120. Das Display hier machen wir jetzt einfach aus. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich habe es normalerweise an, aber jetzt finde ich es vergleichsweise sogar eher störend. Das Licht auch aus. Das reicht uns hier vollkommen aus. Schön, wie man gerade noch in der Windschutzscheibe die Spiegelung der Lichter sieht. Das hat schon wirklich was sehr, sehr Schönes. Auch immer wieder so eine Nachtfahrt bei Dresden-Riesa oder auf Dresden-Riesa. Schon lange nicht mehr gemacht, schon lange nicht mehr im Führerstand des Taurus gewesen. Also war das mal wieder Zeit. Signal zeigt Fahrt und wir haben die 120 erreicht. Wir lassen ausrollen. Ich glaube allerdings, unsere Container sind nicht beladen, denn sonst würden wir tatsächlich viel mehr zu kämpfen haben. Insofern finde ich es tatsächlich nicht verwerflich, die AFB anzumachen. Und die mal auf die 120 einzustellen. So. Ja, 2.40 Uhr morgens. Der Güterverkehr ist hier am Rollen. Ist ja sowieso die Hauptverkehrszeit für den Güterverkehr.
Ja, lang ist es auch nicht mehr hin bis zum Release des TSW 3. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme lief der Stream zu Kassel-Würzburg noch nicht. Aber das, was ich bisher gesehen habe, sah schon auf jeden Fall sehr überzeugend aus. Also da freue ich mich auch auf jeden Fall sehr drauf. Und ich bin mir sicher, die einen oder anderen von euch auch. Wie sieht es mit den FPS aus? Ja, 46, sehr gut. Also einerseits hat es ja schon sowas irgendwie Ermüdendes, natürlich um 3 Uhr morgens hier durch die Gegend zu fahren, diesen gleichbleibenden Sound die ganze Zeit zu hören. Das hat schon was sehr Ermüdendes, andererseits ist es aber auch so ultra aufregend und cool, dass man hier mitten in der Nacht eben mit so einem Güterzug durch die Gegend braust. Also ich kann mir schon vorstellen, das ist schon wirklich schön in der Realität. Natürlich, der LokführerInnenberuf hat einige Nachteile, wie auch die Schichtarbeit, sicherlich vielleicht als größter Nachteil dieses Berufs. Aber ich glaube, wer wirklich diesen Beruf mit Emotionen ausübt, der hat da wirklich immer seinen Spaß dran. Trotz aller Nachteile, die es mit Sicherheit gibt, die auch nicht zu vernachlässigen sind. Mit allen körperlichen und psychischen Belastungen, die da so kommen. Mit dem ganzen Personalmangel und so. Aber das mal alles beiseite geschoben jetzt für den Moment. Wir wollen jetzt keine schlechte Stimmung aufkommen lassen. Sondern uns einfach nur darüber freuen, wie schön es ist, doch hier einfach mitten in der Nacht mit dem Güterzug durch die Gegend zu fahren. Und das auch noch auf dieser sehr, sehr schönen Strecke. Und das werden wir auch natürlich auf Kassel-Würzburg irgendwann machen. Wenn das möglich ist. Uns stehen da ja einige Loks zur Verfügung. Die 185 natürlich, die mitgeliefert wird. Wir können aber selbstverständlich auch alle anderen TSW-Loks, die wir so haben, auf der Strecke einsetzen. Ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen, so eine 155 auf der Kassel-Würzburg-Strecke würde sich auch ganz gut tun. Ich habe auch erst überlegt, ob wir mit der 155 hier heute fahren. Habe mich aber dann für die 182 entschieden, weil die 155 sind wir vor gar nicht allzu langer Zeit gefahren. Und der Taurus ist tatsächlich schon einiges her, als wir den das letzte Mal gefahren sind. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das schon etwas länger her ist. Also dachte ich, ja, das ist es. Darauf habe ich Lust. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Lust und Zeit mitgebracht. Fahrzeit grob eine halbe Stunde geplant. Sofern uns keine weiteren unvorhergesehenen Bremsungen stören oder das mir kostenlose Fahrzeitverlängerung oder so ähnlich. Was wir auch machen können, ist, dass wir, glaube ich, das Display hier ein bisschen dunkler stellen. Na? Das ging doch so. So. Zack, blendet das auch nicht mehr so. Ist auch keine Mod, sondern das geht praktisch von alleine. Also nicht von alleine, sondern es ist halt im Spiel mit drin.
Wie schön es wäre, doch hier die Baureihe 182 im TSW zu haben mit einer wirklich guten Tonleiter. Also einer, bei der man sich wirklich denkt, jo, das passt. Aber okay, die wir haben, ist nicht perfekt, aber sie ist okay. Es gibt ja auch noch den Soundmod vom lieben Justus für die 182 aus Rapid Transit. Die kann man sich ja auch installieren. So, Ankündigung 120. Die ist uns egal, weil wir sowieso gerade nicht schneller als 120 fahren. Hier gelten die 120. Ah, ich finde das schön hier unter dem Sternenhimmel. Das gefällt mir sehr. Klar, das Mondlicht erleuchtet vielleicht. Ah, ich wollte gerade sagen, unrealistisch hell die Umgebung, aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal darauf geachtet habt. Manchmal ist das Licht, das durch den Vollmond reflektiert wird, unglaublich hell. Also fast schon gefühlt taghell. Und tatsächlich ist das so, es gibt in einigen, ja so geologisch gesehen, im Norden zu verordnenden Länder, zum Beispiel in Finnland und in Schweden, da gibt es so etwas wie, ich glaube es wird weiße Tage genannt, so oder so ähnlich, wo aus irgendwelchen kosmologischen und oder geologischen Gründen, ne, hauptsächlich kosmologischen Gründen, das Mondlicht so hell leuchtet, dass es fast schon, zumindest für so ein, zwei Nächte im Jahr, taghell ist. Das ist tatsächlich sehr faszinierend. Habe ich noch nie selbst miterlebt, mitgesehen, aber soll es wohl geben. Auch verrückt, oder? Früher als Kind dachte ich tatsächlich immer, der Mond hätte eine Art eigene Strahlkraft. Also wie die Sonne würde auch der Mond scheinen, das ist halt natürlich Schwachsinn. Wobei im TSW ist es tatsächlich nicht Schwachsinn, sondern im TSW ist der Mond halt so programmiert, dass der im Grunde genommen auf dieselbe Art funktioniert wie die Sonne im TSW, nur halt mit einer deutlich schwächeren Beleuchtung. Aber in Realität reflektiert der Mond nur das Licht der Sonne. Und das wissen wir, weil wir Mondfinsternisse beobachten können, bei denen dann praktisch der Schatten der Erde auf den Mond fällt, weil sich die Erde zwischen Mond und Sonne schiebt. Und dann verdunkelt sich der Mond. Und so haben wir dann irgendwann im Laufe der Geschichte tatsächlich realisiert, ach ja, der Mond scheint ja gar nicht selbst zu strahlen. Gut, die Erkenntnis ist jetzt nicht gerade neu, die haben wir jetzt auch schon seit einigen Jahrhunderten. Aber so hat sich das im Laufe der Geschichte entwickelt. Der Sternenhimmel ist tatsächlich, glaube ich, ein generischer und entspricht in keinster Form der Realität. Ich kann zumindest keine Sternbilder wiedererkennen.
Stopp, hier gelten 140. Auch das kann uns egal sein. So schnell dürfen wir gar nicht fahren. Ab hier sogar 160. Nein. Nein. Ups. Das war mein Fehler. Meine Finger verharrten ein wenig zu lange auf der Leertaste. Und ich glaube, wenn man 3 Sekunden die SIFA gedrückt hält, dann erfolgt sofort eine Zwangsbetriebsbremsung, die man aber glücklicherweise auslösen kann. Und ja, bei mir ist die SIFA auf der Leertaste und nicht auf der Taste Q, weil ich das deutlich angenehmer finde, die Leertaste für die SIFA zu nutzen. Das kann man sich ja selbst umstellen im Menü. Das ist gar kein Problem. Und das werde ich auch definitiv im TSW 3 machen. Auch da direkt erstmal die SIFA umstellen auf die Leertaste. Und auf Q ist jetzt, glaube ich, das Horn. Alles andere ist aber an Tastaturbelegung gleich. Und das passt auch ganz gut, weil im Train Simulator sind viele Fahrzeuge ja auch ähnlich. Ich sehe was Blinkendes. Okay, 130, aber es blinkt. Okay. Passt. Oder? Doch. Ah, ich war neulich bin ich wieder Zug gefahren im ICE, aber das werde ich euch in einem der nächsten Videos erzählen, wenn wir mal wieder im ICE fahren. Da habe ich auch wieder so einige Dinge als Fahrgast erlebt. Eieiei. Aber die Storytime beim nächsten Mal, wenn wir ICE fahren. Einmal runter auf 100. Und das ist jetzt natürlich nichts an KI-Verkehr entgegengekommen. Also ich glaube auch einfach daran, dass um diese Uhrzeit noch kein einziger Zug, glaube ich, unterwegs ist. Wir sind wirklich der allererste im Fahrplan. Also literally der erste im Fahrplan. So, ob hier da wieder 160 gefahren werden. Das heißt, wir nehmen die Leistung raus,
stellen die AFB auf die 120 und schalten jetzt wieder langsam Leistung auf. Signale zeigen weiter in Fahrt. Wobei hier an diesem kleinen Regionalbahnhof. Ich sehe viel Orange und Grün. Sehr gut. So, also ihr seht, es wird auch langsam urbaner. Das heißt, Dresden ist noch nicht mehr weit. Hier die links die Schmalspurbahn. Von, das müsste dann Radebeul sein. Weiß ich mittlerweile sogar ohne zu spicken. Also so ein bisschen Streckenkenntnis ist schon mittlerweile da auf der Dresden-Rieser Strecke. Ich kann es tatsächlich auch kaum erwarten, mit dann irgendwann mal, wenn es dazu Szenarien gibt, mit dem ICE 1 auf Dresden-Riesa rumzufahren. Das wird auch ein Fest. Oder auch auf München-Augsburg. Das wird auch sehr, sehr schön. Und wie die ganzen, oder alleine, wenn der ICE 1 als KI-Verkehr dann noch auftaucht in Szenarien. Ach, das wird super. Auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr wird er zum Beispiel ja so gut reinpassen. Ja, endlich das dritte Fernverkehrsfahrzeug. Oder der dritte Fernverkehrszug. Nach der Baureihe 101. Und der Baureihe 103, das ist ein Traum. 403 haben wir im Spiel. Und ja gut, 406 auch. Aber die beiden sehe ich jetzt mal als, ja, schon eher so als identische Fahrzeuge an. Haben wir jetzt endlich unser drittes Fahrzeug im TSW im Fernverkehr. Die Baureihe 401. So, ich sehe eine Geschwindigkeits- Herabsetzung, Ankündigung auf 80. So, Prüfgeschwindigkeit ist erreicht. Zugbeeinflussung. So.
Jetzt sehen wir auch hier langsam so die Gebäude. Auch ganz schön, oder? Als ob hier gelten die 80. Ich habe mal heute das viele hin und her zoomen und so und Außenkamera und alles euch erspart bis zu diesem Zeitpunkt. Aber mal so zwischendurch jetzt. Muss ich doch mal ab und an in die Außenkamera springen. Vorbei an Dresden. Neustadt. Ja, noch niemand auf dem Bahnsteig. Fährt ja auch noch nichts. Was steht hier, wann der erste Zug kommt? Um 5.38 Uhr und auf dem anderen Bahnsteig der Intercity um 7 Uhr. Ja, jetzt wird es ein bisschen hakelig, aber das kennen wir aus der Gegend. Das ist nichts Neues. Glück gehabt, dass ich das noch gesehen habe im HUD, dass die 60 angekündigt waren. Sonst wäre jetzt noch eine Zwangsbremsung erfolgt. Aber gut. Das passiert halt, wenn man in die Außenansicht geht. So, in 2 Kilometern müssen wir anhalten. Ab hier gelten die 60. FIFA. Müssen wir gleich anhalten. Ich befreie mich jetzt auch gar nicht, weil da eh eine Beeinflussung wiederkommt. Guck mal, dass wir noch ein bisschen die E-Bremse nutzen. Wird natürlich bestätigt. Zugbeeinflussung. So.
Ja, das halbzeigende Signal steht ein bisschen weiter hinten. Das wissen wir. Das steht erst irgendwo da hinten. Gut. Warum sieht denn... Achso, das ist nur die Spiegelung. Ich dachte schon, was ist denn mit unserer Lackierung los? Hier ist natürlich die Framerate ordentlich im Keller. Gut, mit diesem Bild bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich. Alles Gute, alles Liebe.